Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Hallo ihr da draußen. Happy. Hi. Würfel auf der Kante, Mann. In die Suche. Knopf drücken. Insel drücken. Er hat ihn happy gedacht. Yippie, yippie, ha! Fröhlicher da. Faszinierend, oder? Mein geiles Gebäude. Blasphemie. Doch nicht. Hallo, liebe Leute, und ein herzliches Willkommen hier zu der. War der 25? Es ist die 25, oh, das wurde mir auch gerade erst klar. Das hätte ich vorher auch noch mal fragen sollen. Hier zur 25. Ausgabe des guildnews.de Podcast. Alle, die hier auf dem Stream zuschauen, sind höchstwahrscheinlich schon ein ganz bisschen länger dabei. Denn das hier ist der unglaubliche Hey, Guildnews ist wieder da, 12-Stunden Stream. Für alle auf YouTube ist das hier wie ein normaler Podcast. Ihr habt jetzt gerade eingeschaltet, das war das Intro. Und deshalb, wie immer, ich bin Chronic Gamer. Da mit dem Wettner Sputti. Moin Sputti. Hallihallo, lieber Domi. Unten haben wir einen sehr seltsamen Mensch, der Durzan heißt. Servus. Und da, wenn ich da richtig hingucke, haben wir nicht mehr Ramon Domke. Ja, hallo. Wir haben nicht Ramon Domke. Wir haben Manager Ramon Domke. Wir haben Ramon Domke. Ich ändere das nochmal kurz. Um Binoro zu zitieren, oh mein Gott, Ramon hat Haare. Ramon, du musst mir übrigens noch die Adresse von deinem Friseur geben. Ja gut, wir sollten uns eigentlich nicht auf Kosten anderer amüsieren hier an dieser Stelle, sondern viel eher auf Guild News konzentrieren, denn die Leute, die jetzt gerade hier den Podcast schauen, im Übrigen, schon mal hier der Hinweis, ich werde den Stream in drei Teile splitten. Den Teil vor dem Podcast, den Podcast und den Teil nach dem Podcast und dann auf YouTube so hochladen, in dieser gesplitteten Variante. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, oder Domi? Ja. Ist, glaube ich, eine vernünftige Lösung. Das passt schon. Das heißt, wenn ihr den Spaß hier heute Abend verpasst habt, dann könnt ihr quasi hier auf YouTube, da ihr jetzt sehr wahrscheinlich auf YouTube zugucken werdet, die verschiedenen Videosektionen euch nochmal anschaut, alles so aneinander rein, dann ergibt das nämlich auch Sinn, was wir hier so zwischendurch erzählen. Weil hier wird sicher die ein oder andere Anekdote oder der ein oder andere dumme Spruch fallen, der halt nur im Kontext Sinn ergibt. Ja, tun es nicht nur, aber meisten Sprüche. Aber mehr. Ja, gut, okay. Meistens sind das ja eh so die Dauerbrenner, die beim Podcast dabei sind, die dann wissen, worum es hier dabei geht. Und wir werden jetzt hier gleich auch nochmal ein bisschen Guild News durchbesprechen müssen. Das ist halt so für die Podcast-Leute, da gehört das mit dazu, aber wir werden das noch grober halten als vorhin zum Anfang des Streams. Genau. Also, unsere Themen, um vielleicht einmal kurz darauf zu sprechen zu kommen. Wir werden natürlich über die Guild News Einweihung sprechen. Über unseren Einweihungsstream werden wir auch ganz kurz besprechen. Während wir noch dabei sind. Während wir noch dabei sind, das ist eigentlich ziemlich cool. Und einmal natürlich ganz grob über die Seite sprechen, dass wir wieder da sind, dass ihr hier alles miterleben könnt. Dann werden wir uns um den kommenden Patch kümmern. Und zwar Zwischenfall im Zwielicht, die First Facts. Was erwartet uns im Patch? Danach sprechen wir über die Eurogamer Expo. Ein paar Infos, ein paar Bilder, die wir da bekommen haben. Und dann kurz über die kostenlose Spielzeit, jetzt in Guild Wars 2 gerade, ein bisschen über ein PvE-Event, das morgen geplant ist. Das heißt, ich hoffe, dass die Leute das noch mitbekommen im Mitschnitt. Und dann natürlich auch noch kurz über das MLG Invitational, eigentlich nur der Hinweis, dass es heute gleich stattfindet quasi, aber dass ihr euch dann auf jeden Fall die Mitschnitte anschauen solltet, wenn ihr das Ganze hier im VOD schaut. Richtig. Wir haben diesmal keine Übersicht, weil, wir hatten 10 Minuten Pause und da musste ich was essen. Ich bin jetzt auch noch am Joghurt essen gerade. Also nehmt mir das nicht übel. Was für Joghurt? Vanillejoghurt von Der große Bauer. Nicht Meisterjoghurt? Okay, kleiner Werbung. Ich will Geld, Bauer. Ich will Geld. Gib mir dein Geld. Okay. Guild News. Guild News ist wieder da, ja? Domi, einmal den Switch auf Guild News auch hier so im Stream selber. Aber Pau kommt in einer Sekunde. Ich habe jetzt hier noch kurz Sachen eingeblendet. Ja, kein Problem. Leute, das ist alles noch ein bisschen schwieriger mit euch drei Deppen da unten. Danke dir, das ist ein gutes Gefühl, dass du das sagst. So, ich mache nochmal einmal Refresh, also, nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Ihr seht, Guild News hat sich relativ stark verändert im Vergleich jetzt zur ursprünglichen Form. Wir haben vor allem, was sofort ins Auge springt, ist diese wechselnde Top-News hier in der Mitte, bei der ihr immer die wichtigsten 5 bis 6 News, je nach Woche und Monat, findet. Zum zeitigen Fall sind das die Infos zum 15. Oktober,
T-Quartal, natürlich unser Re-Release und die First Facts zum Zwischenfall im Zwielicht. So wie immer den vergangenen Podcast, ja, den ihr, ich werde jetzt nicht jedes Mal neue Grafik machen. Der Podcast, der dort oben in der Top-News steht, ist immer der vergangene Podcast. Ihr seht auch allgemein, die Startseite hat sich geändert. Wir haben nicht mehr diese ewig langen News. Stattdessen haben wir das jetzt ein bisschen angepasst, wodurch ihr quasi nur so einen kleinen Teaser lesen könnt. Und wenn euch der Rest der News interessiert, könnt ihr auf die News draufklicken, beziehungsweise auf die Überschrift der News, um dann in die News selber hineinzukommen und euch dort dann mit den kompletten Infos versorgen könnt. Rechts in der Sidebar... Wir hatten das jetzt ja schon mal. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen zulegen? Ja, ich bin doch dabei. Rechts in der Sidebar seht ihr vor allem Klassenguides, Boss-Timer, das ist alles wieder da. Dazu noch das Talkboard, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme. In der Topbar Neuigkeiten, Guides, Videos, Galerie, Spielwelt, Podcast, Talkboard, Livestreams hat sich auch ein bisschen was geändert. Die Guides sind jetzt ein bisschen anders sortiert. Rechts könnt ihr die allerdings schön nach Kategorien filtern. Bei den Videos findet ihr die wichtigsten Videos, vielleicht nicht nur unbedingt vom Guild News Kanal, sondern auch mal in den ArenaNet Trailer, in der Kategorie Video. Was? Hier ist auch ein Filter und was ich auswählen kann, ist All oder Video. Achso, All oder Video, ja, ja. Das kann man vielleicht später nochmal präzisieren. Wir haben Galerien, darüber habe ich schon berichtet, als wir noch auf Venin EU waren. Dann den Bereich Spielwelt, der wird noch ergänzt und vor allem verschönert. Der Sinn und Zweck hinter dieser Seite ist halt, dass wir hier noch so ein paar Infos reinpacken können, die quasi weder in Top noch Sidebar gepasst haben. Lore, Personal Story, Galerie der Waffen und Rüstung, WVW, Timer bzw. WVW Ranglisten und so weiter. Werdet ihr demnächst alles hier finden. Da gehe ich nochmal auch in einem persönlichen Video von mir noch vielleicht nochmal genauer drauf ein. Wobei, eigentlich brauchen wir das nicht. Dann haben wir den Podcast. Da findet ihr die letzten aufgelisteten Podcasts oder die letzten Podcast-News. Ich habe gehört, du magst Podcasts. Also haben wir einen Podcast und einen Podcast. Ja, einen Podcast im Podcast. Das ist ein Podcast-Section, wenn du es so nennen möchtest. Demnächst werdet ihr rechts auch noch einen Player finden, während ihr hier in dieser Übersicht seid, wo ihr dann den aktuellen Podcast, der auf iTunes hier zur irgendwo Verfügung steht, abspielen könnt. Ja, über Newsfiltern, würde ich mal sagen. Ach so. Oder unter? Über. Über sieht wahrscheinlich besser aus. Ja. Das Talkboard, quasi unser alter Forenersatz, soll vor allem jetzt dazu dienen, ein vernünftiges, laufendes Forum zu haben und auch so ein bisschen als, ja, Talkboard dienen. Dabei geht es da darum, dass ihr seht, wann welcher News noch kommentiert wurde, obwohl die News vielleicht schon ein bisschen älter ist. Hier sortieren sich also die News nach den Kommentaren und nicht die News nach der normalen Zeit. Und unter Livestreams findet ihr gerade live unseren Livestream und demnächst auch noch ein paar andere in der Sidebar. Im Livestream. Komm, wir gucken jetzt unseren Livestream. Das Wichtigste, was ihr auf jeden Fall aus dieser ganzen Sache mitnehmen könnt, ist, schaut vielleicht nochmal an den Anfang dieses 12-Stunden-Livestreams. Oh, da erfahrt ihr nicht irgendwelche Probleme. Ja, nämlich auch nochmal die wichtigsten Infos zur Seite selber. Vielleicht zu dem heutigen Event nochmal zu sprechen zu kommen, damit ihr eben auch auf YouTube die Watts schaut. Wir haben heute ganz zu Beginn Ramon in unserem Stream gehabt. Also Ramon Domke, deutscher Community Manager seines Zeichens und vor allem sehr, sehr redegewandt heute. Erzählte uns ein bisschen was über sein Leben als Community Manager, erzählte ein bisschen was über die Zukunft, ein paar Kleinigkeiten hat er auch so erzählt und vor allem hielt er unsere Preise in die Kamera. Das war so mehr oder weniger seine Aufgabe. Aber die Glücksfee heute. Danach hatten wir unser erstes kleines Ingame-Event, Chappy Puzzle Race. Jetzt gleich folgt noch ein weiteres Ingame-Event und auch noch eine ganze Menge mehr. Aber da brauchen wir jetzt hier im Podcast nicht mehr unbedingt drauf eingehen. Werden wir dann wahrscheinlich im nächsten nochmal drauf eingehen, wenn es wirklich passiert ist. Weil wir reden jetzt theoretisch in die Zukunft. Das ist schon ein bisschen für alle Dr. Who-Fans, Wibbly Wobbly Timey Wimey. Ganz genau, okay. Das ist nicht ansteckend, habe ich mir sagen lassen. Okay, erster Part jetzt auf der echten Tagesordnung unseres Geek News Podcasts ist Zwischenfall im Zwielicht. Der kommende Patch uns erwartet vor allem einen Rework vom Zwielichtgarten, der bisherigen 50er Instanz, beziehungsweise 55 im Hard Mode, wollte ich jetzt gerade schon sagen, Explorable Mode, das war das Wort, was ich suchte. Im Erkunder-Modus, ja, um es mal auf Deutsch zu formulieren. Erkundungs, oder? Lass mich in Ruhe. auf jeden Fall kommt, mit dem kommenden Patch wird da eine Menge dran gearbeitet. Es kommt unter anderem ein neuer Weg dazu. Aber ehe wir darüber sprechen, würde ich sagen, könnte Domi einmal schnell das Video Zwischenfall im Zwielicht abspielen. Immer wenn du essen will. Ja, ich weiß, ich verlange eine Menge von dir. Da musst du durch.
Ja, wir sehen jetzt hier einen ersten Blick ohne Sound? In den neuen Weg. Nee, mit Sound. Ach so. Ich wollte das so ein bisschen kombinieren. Ihr finstere Saat hat Wurzeln geschlagen. Und die Triebe des Bösen gedeihen. Vor allem dieses irre Lachen, muss ich sagen. Ich bin ja entgegen der weitläufigen Meinung in den offiziellen Foren ein riesengroßer Scarlet-Fan. Ich glaube, das habe ich auch in den letzten 5 bis 7 Podcasts relativ klar gemacht, dass ich Scarlett Johansson mag. Nee, unsere Scarlett Dornstrauch. Dornstrauch? Ja, sie heißt Dornstrauch. Ja, Dornstrauch. The fuck. Ja, gut, dass ihr müsst euch jetzt vorstellen, das hier ist eine Get Was 2 Newsschreiber Crew mal von Domi abgesehen. Moin, ich bin Deko. Ich wusste das, weil ich damals die News gepostet habe, wo die Vorgeschichte drin steht. Ja, Dutzi, übernimm mal, wo du gerade schon dabei bist. Was kommt denn mit dem nächsten Patch alles? Ich möchte das jetzt hier nicht so im Alleingang moderieren. Alles, was so Neues dazukommt. Ja, ein neuer Pfad, ein neuer permanenter Pfad im Zwielichtgarten, wie du bereits gesagt hast. Mehr kommt nicht. Doch, es gibt halt noch neue exotische Albtraumwaffen, es gibt eine neue Belohnung, einen sogenannten Flutschsack. Was? Flutschsack. So heißt der Rücken, das Rückenteil. Nee, nicht wirklich, oder? Ich finde auch die Beschreibung davon richtig gut. Er leuchtet, er glänzt und er zeigt der ganzen Welt, dass ihr die Gefahren des Zwischenfalls im Zwielicht gemeistert habt. Vor allem er leuchtet und er glänzt. Wow. Shiny. Ja, wie gesagt, neue exotische Albtraumwaffen, die an die momentanen Albtraumwaffen angelegt sind. Ein bisschen farbig und unterschiedlich und so. Und es gibt dann auch Äthertruhen, wofür man Schlüsselteile, also Äther-Schlüsselteile sammeln muss, die man im Maguma-Dschungel finden kann. Und wenn man die dann zusammenfügt, also 5 Stück braucht man, glaube ich, dann kann man diese Äthertruhen dann öffnen. Und wo ist die Truhe? Ist die im Dungeon? Im Zwielichtgarten. Ah, ja, hey. Und zwar genau. Im neuen Pfad. Das und zwar nur geil. Im neuen Pfad. Was vielleicht immer so ein ganz wichtiger allgemeiner Faktor ist, die lebendige Geschichte soll sich, wie man ja in dem Video schon gesehen hat, halt komplett in den Caledon-Wald und in Richtung Zwielichtgarten verlagern. Deswegen das Sammeln der Schlüsselteile im Maguma-Dschungel, das Jungle, ne? Und halt generell die Veränderung. Die Idee dahinter ist halt, dass das Cave den Gerüchten nachgeht und versucht, Scarlett zu finden und wagt sich dann halt in diesen Zwielichtgarten hinein. Das heißt, wir werden da Cave mit dabei haben. Wer den letzten Podcast gesehen hat, wird sich erinnern, dass wir sowas schon vermutet haben. Wir hatten ja das Bild von Cave da an der Stelle, die man gut sehen konnte. Und da haben wir schon spekuliert, dass wir wahrscheinlich mit ihr losziehen, dass es da vielleicht auch eine lustige Dreiecksbeziehung gibt zwischen Cave, V-Line und Scarlett. 3 Weiber, 2 stehen aufeinander, die andere möchte die Welt zerstören. Vielleicht passiert was Lustiges, könnte man zumindest hoffen. Und dem gehen wir halt nach. Dabei werden wir auf Scarlets Mannschaft treffen, das heißt besonders auf Aetherkling. Wir haben in dem letzten Screenshot schon gesehen, dass es da einen Ingenieur geben wird, ne, mit dem Flammenwerfer in der Hand. Der wird sehr wahrscheinlich einer der Boss-Mobs sein. Ist auch einer der Bosse. Ich habe das in der Game... In der Expo. Deswegen wollte ich da eigentlich gar nicht so genau drauf eingehen. Das war jetzt quasi der nächste Punkt auf der Liste. Ich möchte nochmal auf das Wichtige hier ran zurück. Auf das Wichtige, okay. Der Flutschsack. Da bist du jetzt hängen geblieben, ne? Ja, da bin ich hängen geblieben. Okay. Bitte sag mir, dass der im Originalen Sucksack heißt. Nein, heißt er nicht. Ah, ich bin enttäuscht. Aber wie heißt er denn im Originalen? Alter, du fragst mich jetzt Dinge, ne? Ist das auch so was Lustiges? Oder hatte da nur ein Übersetzer Spaß? Warte, ich guck gerade. Im englischen Original heißt der Slickpack. Okay, nicht. Nee, also. Flutschsack. Einer der wenigen Momente, in denen ich mag, dass ich Deutsch bin. Flutschsack und dann kommt. Er hat Sack gesagt. Ja. Okay. Gott, ehrlich geht das schon viel zu schnell hier. Der Podcast könnte ausnahmsweise echt mal kurz werden, wenn ihr.
wenn ihr hier nur so grob über die Sachen reden möchtet. Das heißt grob, wir können auch diskutieren darüber, was wir darüber denken, aber wir können das wäre ein guter Punkt. Vanitas, wie findest du denn allgemein, dass Dungeon-Wege einen Rework bekommen und vor allem, dass jetzt hier gezielt ein 80er-Dungeon-Weg gemacht wird? Das unterscheidet sich ja so ein bisschen. Ich fühle mich inzwischen schon mit Vanitas angesprochen. Nein, ich bin mit Vanitas. Hey, Insider-Gag. Aber das Gamescom-Trauma. Ja, ich bin noch nicht drüber hinweggekommen. Ja. Nee, ja. Also Reworks allgemein finde ich immer toll und auch, dass jetzt endlich mal halt durch die lebendige Geschichte Inhalte kommen, die permanent da bleiben. Ich meine, wir haben schon vorher, also das ist nebenbei erwähnt, dieser Dungeon-Weg ist auch von dem gleichen Team, was uns die Molten Facility und den Aetherkling Dungeon gebracht hat. Beides eigentlich sehr geile Dungeons, die aber nur einen Monat im Spiel waren. Was ich schade finde, weil gerade die waren eigentlich die besten und die hätte ich gerne noch weiter irgendwie abgefarmt. Sputti wird gerade von Pixelmonstern attackt. Ja, er müsste gleich wieder vorbei sein. What the heck? So, ne? Sputti spielt Tetris. Nee, die hängen keine Stücke von deinem Gesicht in deinem Gesicht, sondern du bist einfach nur Tetris. Ich fühle mich gerade, als würde ich auf einem Gameboy gucken. Okay. Ja, ich muss halt auch sagen, ich mag diesen etwas progress-orientierteren Gedanken. Wir hatten ja heute Ramon hier mit dabei, der ja auch sagte, man versucht halt einen ausgewogenen Content zu schaffen, gerade jetzt auch in Bezug auf die Dungeons. Das heißt, man hat den Story-Weg, den etwas für casual, entspannten, easy-going-Weg quasi, der aber auch nicht so viel Belohnung bringt. Man hat die drei jetzt mittelschweren oder etwas schwereren Wege dabei. Die sind halt auf Level 55 skaliert, bringen die Albtraumwaffen, oder man möchte jetzt halt, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen in den Progress, in den höheren Mode gehen und sagen, okay, ich spiele Hard Mode, ich spiele den Level 80er Weg, da soll nicht jeder durchkommen, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, sondern da will ich halt durchkommen, um an diese zusätzlich besonderen Effekte bei meinen Waffen zu bekommen. Und da hat man halt diese Abstufung zwischen, ich bekomme ein bisschen Silber als Belohnung, ich bekomme Gold und Albtraumwaffen als Belohnung und ich bekomme Gold, Truhen und Albtraumwaffen mit einem besonderen Bling-Bling. Was statt hier? Ein besonderes blaues Licht, was das umgibt, die Waffen, irgendwie sowas in der Richtung. Das heißt, man erkennt auf jeden Fall, okay, der hat eine Albtraumwaffe aus diesem 80er Weg. Und da kann man sich halt so ein bisschen, so ähnlich wie bei der Super Adventure Box jetzt mit dem Zone 2, Welt 2 Tribulation Mode, mit den Waffen kann man halt auch ein bisschen angeben, ja, auch wenn es jetzt viele haben. Aber es hat so ein kleines Statussymbol für deine Jumping-Puzzle-Künste und für deine Hartnäckigkeit. Das Hartnäckigkeit wohl eher. Ja, bis jetzt gab es ja eigentlich weniger Möglichkeiten, Prestige auszudrücken. Jetzt vielleicht höchstens durch die Legendaries, wobei das ja dann eher, sag ich mal, ein Zeichen dafür war, dass man das Spiel sehr intensiv gespielt hat und viel Zeit rein investiert hat. Und solche Ansätze finde ich gut, dass man dann sehen kann, oh guck mal, der hat jetzt die blauen Altraumwaffen, der muss oft in neuen Dungeon unterwegs gewesen sein. In die ähnliche Richtung ging ja das Tequartal Reworked schlussendlich auch. Besondere Waffen, die man da bekommt, ein besonderes Minipad und halt ein schwerer, knackiger Boss, bei dem es ja sogar so lustig, dass auch in Guild Wars 2 klingt, aber Progress gab, ja. Also das fand ich extrem geil. Da gab's, das war auch eine extrem erfolgreiche News, also da gab's wirklich dieses Rennen um wer schlägt Tequartal, wann, wie, wo, warum, ja, so nach dem Motto. Das war schon extrem, das war extrem spaßig. Hat auch mir Spaß gemacht, das so zu verfolgen. Und Elona hat den ersten Kill. Und ich war German, dabei. German first. Ne? Das ist German das first, Punkt. Ja. Ihr hättet ihn euch fast mit Abadons Mund teilen müssen, 1%, ne? Das war ja... Ja, wir waren so weit, also mir wurde es nur erzählt, dass der Live-Bar gar nicht mehr zu sehen war und dann war Schluss. Ja, das war so irre knapp bei denen, das muss richtig, das richtig abartig gewesen gehabt, sein. Das hatten wir auch zweimal oder so, was ich gehört habe. Und umso mehr, umso größer war dann die Freude. Ja, klar. Das ist halt auch so ein Punkt, Freude, ja. Wann hattet ihr das letzte Mal Freude, als ihr den Boss gelegt habt? Ich glaube, es war Lupikus bei mir. Lupikus war so das Einzige, wo ich jemals dieses Freudengefühl wirklich hatte. Und beim Forge Master. Beim Forge Master aber nicht, weil er schwer war, aber das war, sondern weil er episch war. Ja, aber das Retro-Feeling von Guild Wars 1. Ja, das könnte auch so ein bisschen mitgespielt haben. Der Forge Master hat einfach den geilsten Abgang von allen. Also ich muss sagen, ich habe mich noch nie in Guild Wars überhaupt in einem Game so sehr gefreut, dass ich was geschafft habe. Ehrlich sagen, das... Mein letzter wirklicher Freudenschrei ist ein ordentliches Stück her. Und das war auch nicht in Level 2. Achso, okay. Und das war auch nicht. Das war auch nicht am Ende von WoW. Das war ganz am Anfang von meinem WoW. Das letzte Mal, als ich so richtig ausgerastet bin, ist Solarian First Kill, als ich den hatte. Bitte wer? Okay. Solarian in The Eye, BC, T5.
Ja, gut. Ja, Game, ja. Vor Nerf. Ich wollte gerade sagen, WoW ist ja nicht fehl am Platz. Ich habe Kethas. Du hast gefragt, wenn wir uns das letzte Mal gefreut haben. Bei mir jetzt war. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das bei dir in so einer dunklen Vergangenheit liegt. Letzter Boss vor Kethas. Okay, alles klar. Worüber ich mich persönlich mit diesem Update freue, ist, dass Cave da ist, weil das gibt mir das Zeichen, dass mein Lieblingscharakter Socha auch wieder zurückkommen wird. Hm. Weil sie ist die einzige, die noch fehlt von Destiny's Edge. Ja. Wir hatten jeden irgendwo in der lebendigen Geschichte gehabt, außer Socha. Das stimmt. Wenn man überlegt, wir hatten und Ridlock in Kombination mit Rox und Braham sogar schon zweimal. Ich hab und wir hatten Logan, der seinen großen Auftritt beim Grundpavillon hatte. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es auch an was anderem liegen könnte. Und zwar, dass die Sprecherin von Soja einfach keine Zeit hat. Felicia Day, die ist ja überall mit drin. Felicia Day hat vor 2 Monaten getwittert, dass sie zusammen mit der Synchronsprecherin von Cave synchronsprechen war. Oh, das könnte ich auf Twitter. Naja, Felicia Day. Nur den Wichtigen. Nur Felicia Day, weil ich bin ein Riesenfan von ihr. Das ist auch ein Grund davon, dass ich das Spiel, die Sprachausgabe auf Englisch gestellt habe, weil ich einfach ihre Stimme richtig cool finde. Und ich bin, das muss ich jetzt ehrlich sagen, I love you, Felicia Day. das war, glaube ich, die romantischste Liebeserklärung, die jemals jemand bekommen hat. Nein. Felicia Day, selbe Person persönlich, TGS Podcast, ich weiß nicht welche Ausgabe, Jesse Cox hat eine 5-Minuten-Rede gehalten mit romantischer Musikuntermalung und Kerzen überall. Wer das noch nie gesehen hat, schaut es euch an, es ist 5 okay, Minuten das Lachen unbedingt angucken. In eurem Leben. Ja, ich bin wirklich ein Fan von Felicia Day, ich finde, sie ist wirklich tolle Person, ich würde sie gerne mal kennenlernen. Ich will sie ja mal in den Podcast kommen. Ja. Werde ich mich drum bemühen, das kriegen wir hin. So, jetzt aber, um mal im Thema weiterzukommen. Wir haben noch ein bisschen mehr über den Zwischenfall im Zwielicht, wissen wir ja dank der Eurogamer Expo schon. Dutzi, das war deine News. Erklär erstmal allgemein Eurogamer Expo und danach das, was so in dem Video mit drin war. Moment. Ich. Und kurze Frage, hatten wir irgendeine coole Stelle in dem Video, die man zeigen müsste? Da bräuchte ich den Link. Ich glaube, die beste Stelle in diesem Video ist, wo er gefragt wird, wird es ein Add-on geben? ich dachte, wir so Ingame-Szenen technisch. Es gibt Ingame-Szenen von der Zwielichtgarten. Ja, das. Von dem neuen hast du da zufällig eine Zeit im Kopf? Muss ich jetzt. Ist mal egal, red drüber. Ich guck. Okay, also. Es geht darum, es läuft momentan, oder ist sie schon vorbei? Weiß ich gar nicht. Nee, läuft glaube ich noch bis zum 29. Also in London läuft momentan die Eurogamer Expo 2013. Und da werden Entwickler eingeladen, wie eben ArenaNet, was habe ich noch gesehen? Die Entwickler von Thief sind auch dort und Bethesda mit dem Titel The Evil Within. Und so, das ist Tief. Ja, Tief. Ja, ich bin Englisch. Gott sei Dank. Endlich auch einer, der das TH nicht kann. Hier ist der Link. Ab da abspielen. Im Teamspeak? Unseren? Ja, im Teamspeak. Oh, wow. Du zeigst jetzt die Stelle mit den Ingame-Szenen. Ja, genau. Ich zeig jetzt im Hintergrund. Du red ruhig weiter. Ohne Ton, aber wir zeigen es. Ja, okay. Diese Entwickler haben eben dann auch Reden gehalten, Präsentationen. Darunter auch. Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich versagen. Mikey kann jemand den Namen? Zadaroni, ja genau, Zadaroni. Der, glaube ich, der Lead-Designer ist, ich bin mir nicht sicher. Also ein ziemlich hohes Tier auf jeden Fall. Und der hat erstmal uns ein bisschen über die lebendige Geschichte ein paar Sachen erzählt. Was ist das Konzept? Was hat das für Auswirkungen auf die Firma gehabt? Also die 5 Teams, glaube ich, die immer für ein lebendiger, für ein Update zuständig sind. Und solche Geschichten hat er erzählt, wo sie hinwollen. Also Sachen wie, dass die Wahl zwischen Yvonne Schlitzklinge und Alan Keel, dass das nicht einzigartig bleiben wird, dass dahin wollen sie mehr hingehen. Also die Spieler sollen dann dann die Auswirkungen, die sollen halt Einfluss auf die Welt haben. Das klingt gut, Einfluss auf die Welt, das wollte ich dir gerade auch so ergänzen. Ja. Den Spielball mal wieder zuwerfen, aber du machst das schon. Ja, ja. Gezeigt wurde, was jetzt, glaube ich, sehbar ist, ich habe leider den Stream nicht offen, sind auch Ingame-Szenen vom Zwielichtgarten, wo wir eben gerade gesprochen haben, mit der neuen
mit dem neuen Pfad gezeigt wird, also beziehungsweise angeteasert wird, dass dieser Ingenieur mit dem Flammenwerfer und der Schaufler mit dem Raketenrucksack, den man am Ende der, wie heißt es auf Englisch, Einrichtung der Feurigen, den man Molten am Ende Facility. Sieht. Molten ja, auf Facility, Englisch ja. Heißt auf Englisch heißt Molten Facility, das weiß ich, aber auf Deutsch würde ich sagen. Einrichtung der Feurigen. Ja, genau. Oh Mann, die bringt mich doch nicht raus. Jedenfalls, den wird man da auch sehen. Designed wurde übrigens das Dungeon von den Machern eben von der Einrichtung der Feuerringen, was für ein Zufall, und der Ätherklingenzuflucht. Was wurde dann noch? Genau, am Ende gab es noch eine Fragerunde. Da wurden dann so Fragen geklärt, wie wird es bald eine neue Rasse geben, wird es ein Add-on geben, was übrigens beides verneint worden ist. Beziehungsweise wurde gesagt, es ist noch nichts in Stein gemeißelt, hat Ramon heute sehr gut auch wieder gesagt. dann wurde natürlich auch noch in Gildenhallen gefragt, wurde verneint. Dann fällt mir spontan noch was ein. Add-on. Ja, habe ich schon gesagt. Hat er schon gesagt. Echt? Ich hatte nur Rassen und Klassen mitgehört. Na gut, okay. Ach so, genau. Man wurde zum Beispiel auf das Problem mit Dick Quartel mit dem Rework hingewiesen, dass man da momentan sehr viel Überlauf hat und damit kaum eine Chance hat, zusammen mit Freunden Dick Quartel mal zu legen. Naja, man und kann zusammen auf einen Überlauf gehen. Wo ist denn das Problem? Ja, aber auch die Chance, dass du es dann schaffst, Dick Quartel zu killen, ist eine andere Sache. Hm. Müssen die Leute sich halt organisieren. Also wenn die das irgendwie nerven, dann gibt es hier Rage Quit. Also, ja, wir können gleich drüber reden. Ich mache das noch schnell fertig. Dazu hat er noch gesagt, der Entwickler, dass sie diesem Problem bewusst sind. Sie arbeiten an einer Lösung. Eine Lösung haben sie selber noch nicht. Aber sie schauen, diskutieren, was man da tun kann. Ist doch mal eine interessante Frage in die Runde. Was wäre denn eine Lösung für das Problem? Die Quartel abschaffen. Nein, es wird ja nicht das erste und letzte Mal gewesen sein, dass wir irgendwo einen Fokus in einem Gebiet haben. Sei es durch die lebendige Geschichte, sei es dadurch, dass irgendwo was farmbar gemacht wird oder sonst was. Wie kriegt man oder wie würdet ihr das Problem mit dem Überläufen lösen? Ich meine, im Prinzip gibt es keine Generallösung, oder? Ich kenne mich da nicht so aus, ob es irgendwie möglich ist, aber Wir haben 4-Hour-Limit für unseren Videocall. Es gibt ein Limit? Ich glaube schon. Ich meine, wir müssen alle nochmal wieder rein. Warte mal. Ja. Warte, jetzt sehe ich Tozi. Okay. Wir müssen alle nochmal wieder rein. Ja, ist richtig. Alle neu laden, okay. Okay, nach 4 Stunden Memo an uns fliegt man aus der Skype-Konfi. Okay, auch interessant. Gut. Bin jetzt wo war ich stehen geblieben? Bin auch gerade total dumm. Wo war ich stehen geblieben? The fuck ist mit euch jetzt? Halt, dass man das wieder so mit, wie damals bei Guild Wars 1 mit Distrikten machen konnte, dass man direkt auswählen könnte, auf welchen Überlauf man will. Wir sind alle irgendwie dunkler geworden, oder? Jetzt sind wir wieder weg. Was ist los? Skype. Warte, ich starte mal die Konfi komplett neu. Ja, mach das mal. Kann ich ja noch eine mögliche Lösung nennen. Geht mal aus dem Anruf raus, bitte. Was wir vielleicht machen müssten, wäre, dass wir Kampf, also ein Dragonfight einführen, der über mehrere Maps läuft. Also sich auf 3 Maps parallel. Die Leute würden sich dann auf 3 Maps verteilen, aber es ist halt schwierig, das zu verwirklichen. Man könnte das vielleicht, wenn es kommt, Kalkatorik. Der ist ja so riesig, der geht ja über mehrere Maps in Guild Wars 1. Da wäre es vielleicht möglich, den als Meta-Event einzuführen und dann eben auf 3 Maps gleichzeitig. Also natürlich auf der einen Map ist der rechte hintere Fuß, auf der einen ist der rechte vordere Fuß. Ja, naja, ob das so eine gute Lösung ist. Möchtet ihr noch eure Kameras wieder anstellen? So, eben, das Distriktprinzip von GW1, was Vanitas vorhin angesprochen hat, wurde auch des Öfteren als Lösung im offiziellen Forum angegeben. Aber ich erinnere mich daran, dass ArenaNet irgendwas zu diesem Thema geäußert hat, weswegen die mit diesem Distriktsystem nicht glücklich waren. Weil die Leute dann gezielt versuchen, von ihrem Server wegzukommen oder es versuchen könnten, von ihrem Server wegzukommen. Deswegen ist ja dieses Überlaufsystem ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß in Zeiten des Gästens und des Heimatservers. Thym hatte deswegen zumindest schon eine Halblösung und jetzt wird's weird. Okay, ja, der. Okay. Ja, warte, lad mich nochmal neu ein.
Du musst dich, ja, okay. Das Problem mit dem Ready-Check ist halt einfach, dass man das auf Dauer dann für alle Bosse irgendwie einführen müsste, für alle möglichen Events und so weiter. Deswegen der Ready-Check auch keine perfekte Lösung ist. Was ich schöner fände, wäre, wenn die Überläufe, also, oder was schon ungemein helfen würde, ist, wenn die Überläufe namentlich zumindest kenntlich gemacht werden würden. Das heißt, kann dann Überlauf 1 bis 20, 30 oder whatever, sodass man sich zumindest in einem Überlauf mit einer größeren Gruppe gruppieren kann. Meiner bei den... eine kleine Sache. Bei meinem ersten Try für Tick Wattle, da haben wir einfach nur, um, falls wir schaffen, die Ehre dafür irgendwas gelten machen zu können, haben wir unseren Überlauf Banana-Server genannt. Das fand ich nur lustig. Oh, Banana-Server. Ja, aber einfach diese kurze Durchnummerierung macht es schon einfacher. Hm. Ja, Flux, wie gesagt, dieses Dropdown-Menü Überlauf ist eine Option, aber halt auch nicht diese perfekte Lösung, weil es halt eben, weil Leute dann eventuell gezielt versuchen könnten, von ihrem Server wegzukommen, wobei das eigentlich auch... Ja, es ist keine ultimative Ausrede, um es nicht zu machen. Schwer zu sagen, ob dieses Distriktsystem wirklich Sinn macht jetzt zu dieser Zeit. Wäre aber definitiv, glaube ich, eine bessere Lösung als den Stand, den wir jetzt haben. Weil der Stand, den wir jetzt haben, ist halt pures Chaos. Pures Chaos. Ja, dann zum Abschluss, achso, ja, wolltest du was dazu sagen? Ja, es ist halt ein generelles Problem, dass die Clients, die halt pro Map zugelassen sind, ist ja nicht nur ein Problem, was im PvE besteht, es ist ja auch ein Problem, was im WVW besteht. Ja, kannst weitermachen. Achso, okay, ja gut, aber WVW, ja, das Problem, das sind halt Performance-Dinge, dass es irgendwann eine Obergrenze geben muss. Einfach aus Performance- und servertechnischen Gründen. Wir alle wissen, wie chaotisch das zu Zeiten vor dem Culling war. Leider sind Servergrößen limitiert. Es gab übrigens noch einen Punkt auf der Eurogamer Expo, die ja so ein bisschen eigentlich die Frage oder diese Spielerei von Ramon heute vernichtet hat. Da war nämlich, haben wir ihn ja gefragt oder wurde im Chat gefragt, ob Halloween dieses Jahr stattfindet und wenn ja, wann. Und er hat halt gesagt, es ist eine hohe Chance, dass Halloween stattfindet, zwinker, zwinker. Hätte aber gar nicht so machen müssen, weil auf der Fragerunde wurde ebenfalls offiziell verraten, dass der Urturm des Königs wieder, des verrückten Königs wieder zu Halloween da sein wird. Das heißt, alle Jumping-Puzzler unter euch, ihr dürft euch freuen. Es kommt wieder ein sehr, sehr knackiges Jumping-Puzzle mit ins Spiel. Oh yeah. Diesmal mache ich auch ein Video zu. Ich bin mal gespannt, wie viel neuer Content mit dem Halloween kommt. Ob da wirklich neue Inhalte für Halloween kommt oder ob sie wirklich... Nein, sie haben halt von Anfang an gesagt, es wird neue Erfolge geben. Es wird ein Teil der alten Erfolge geben und es wird auch ein Teil der alten Erfolge wegfallen. Das heißt, ich tippe mal einfach drauf, dass circa 70% alter Content und 30% neuer Content werden. Wäre so meine Meinung. Aber werden wir ja sehen. Halloween ist ja das erste Event, was sich wiederholt. Genau. Ja, gut. Gut, Super Adventure Box hatten wir noch, aber ja, das ist mal ja. Außen vor. Ich habe den Uhrturm noch nie gemacht. Ist der, wie schwer ist der wirklich? Du arbeitest auf gemacht. Zeitdruck, Winter's du arbeitest gemacht, ja. Mit vielen... Winterstay habe ich ungefähr, weiß nicht, was... Ja, ungefähr dreimal so schwer. Mindestens. Mhm. Er macht Bock. Weil, wenn ja, das Problem ist halt, geht ja noch. Du hast... Geht das zack, zack. Ja, wenn du es einmal raus hast, aber bis du es raus hast, dauert es ein bisschen. Also ich sag mal, du hast halt Zeitdruck, du hast viele Leute, die auf einem sehr, sehr engen Raum springen und du hast zwei, drei Sprünge, die so hakelig sind mit vielen Leuten, dass du alle Kreaturen, die größer als ein Azura sind, verfluchen wirst. Ja, das mache ich sowieso. Nee, aber bei Winter's Day hat er sich das bei mir immer so gelöst, dass ich einfach von den Leuten weggerannt bin. Ja, das wird dir da nicht gelingen. Sicher? Weil du sprichst im Kreis. Am Anfang, ja. Am Anfang ja. Schon, aber dann... Ja, irgendwann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich werde es auf jeden Fall sehen und mich drauf freuen. Ich mag schwere Jumping-Puzzle. Ja, dann hatten wir noch so ein paar kleinere News, die ich eigentlich immer schreiben wollte, aber dann wegen dem Guild Wars 2, wegen dem Guild News Release, so ein bisschen hab unterm Tisch fallen lassen. Deswegen holen wir die jetzt hier mal im Podcast so ein klein bisschen nach. Ja, eine haben wir ja noch hier mit einer Woche gratis spielen. Ja, warte, die wollte ich gleich noch reinbringen. So. Weil in dem Zusammenhang wollte ich dann auch schon die nächste Sache spoilern. Oh, und zwar gab es zum Guild Wars 2 Geburtstag, dem Anniversary Bash, eine riesige Feier auf der PAX. Und darunter befand sich unter anderem auch das Car Crash gegen... Sync. Sync, ja.
Lack of a Scrim Feature war der Name, den haben sie aber dahin dann schon abgelegt gehabt. Okay, alles klar, wie hießen sie denn da? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, nur Team Sync. Achso, nur Team Sync, okay. Ja. Das hat dann unter anderem stattgefunden, aber auch so eine Vorlesung. Vorlesung ist, glaube ich, das falsche Wort. Wie nennen wir das? Panel. Panel, ja, ich suchte ein deutsches Wort dafür. Panel. Naja, auf jeden Fall eine Stunde mit interessanten und wichtigen Informationen. Und die gibt es jetzt als YouTube-Zusammenfassung. Da ist dann alles Wichtige mit drin in so einem kleinen Video. Das geht eigentlich auch nur 4 Minuten 55. Das hätte man schon fast. Nee, das sagen wir jetzt nicht mehr im Stream. Nein. 5 Minuten ist da doch ein bisschen lang. Heute. Auf jeden Fall, die News hole ich auch nochmal morgen früh nach. Wir machen quasi so einen kleinen News-Rückblick für alles Wichtige, was passiert ist, was ich nicht erwähnt habe. Podiumsdiskussion ist das perfekte Wort. Podiumsdiskussion. Danke dir, Uschi. Podiumsdiskussion ist genau das, was ich... Das suchte ich. Warum hilft wirklich mir keiner von euch? Das suchtest du? Podiumsdiskussion. Ja, das steht hier sogar drin. Echt? In dem Text, sehe ich gerade, ja. Oh, fuck. Ja, okay, alles klar. Gut, dann gab es noch eine Erweiterung wieder im Game Store. Ja, es wäre quasi wieder perfekt für einen Item Shop Watch gewesen, wenn ich die Zeit dafür gehabt hätte. Und zwar gibt es zurzeit die Knochenspitzhacke im AHA. Das heißt, eine unendliche Spitzhacke, wie wir das schon von der vorherigen Allianzwaffe. Okay, das war die vier Stunden. Okay, kleiner Insider, jede Stunde, die wir fertig gestreamt haben. Der Podcast wird sich erschreckt haben, die YouTube-Zuhörer. jede Stunde, die wir jetzt gestreamt haben, machen wir einmal Sound. Diesen kleinen Soundtrack. Damit wir wieder aufwachen. Genau. Ja. Oh Gott. Okay, die Knochenspitzhacke. Okay, Knochenspitzhacke. Ähnlich wie wir das von der vorigen Allianz-Spitzhacke schon gewohnt sind, mit einem kleinen lustigen Effekt, eine unendliche Spitzhacke. Schränk dich mal wieder ein. Unendliche Spitzhacke, die einen anderen Effekt hat als die Molten Facility-Spitzhacke. Genau, aber das Wichtige ist, sie ist halt endlos. Das für 800 Gems auch wieder. Das heißt, ihr könnt sie euch holen, damit dann Metalle abbauen. Gerade so in Zeiten, wo ihr so viele Materialien für die aufgestiegenen Waffen braucht, sicherlich eine gute Variante. Dann gibt es ein neues tödliches Farbpack, bei dem ihr die Chance habt, eine sehr seltene, zufällige, tödliche Farbe zu erhalten. Tödliche? Und außerdem... Tödliche Farbe? Tödliche Farbe. Die ist tödliche Farbe. Die ist dunkelgrün, Necro-Sensen-Mann-Gedöns. Ach so. Insgesamt gibt es 6 Stück davon. Weiß, Hilfe. Ihr könnt eine von diesen 6 halt zufällig da drin bekommen. Das wäre eigentlich nochmal so eine kleine Sache für einen Item-Shop-Watch gewesen, den wir jetzt zeitlich nicht mehr geschafft haben. Ist aber, glaube ich, auch nicht so dramatisch. Ihr kennt ja so dieses Grundprinzip dieser Items und demnach passt das schon ganz gut. So, jetzt machen wir mit dem normalen Thema weiter. Und zwar die Guild Wars 2 Probewoche. Und das ist diesmal, ist das eine ganze Woche, ne? 27. bis 4. Ja. Eine ganze Woche ist das erste Mal, oder? Sonst waren immer nur Wochenenden? Es war immer nur Wochenende und es ist jetzt das erste Mal eine ganze volle Woche. Immer kommt das Probejahr. Genau, das Probiat oder der Monat reicht erstmal. Auf jeden Fall können eure Freunde, Verwandten, Eltern, Drogendealer und wer auch sonst immer Hamster, jetzt für eine Woche kostenlos Guild Wars 2 spielen. Ihr könnt euch einfach über die offizielle Homepage einen Account erstellen und und damit alles machen. Alles, ihr seid nicht eingeschränkt, zum Beispiel, keine Ahnung, im WoW habt ihr, glaube ich, kann man auf bestimmtes Level leveln. Ich glaube 20, oder? Ich glaube, da kommt man nicht mehr weiter. Ja, ich meine schon 20, ja. In Rift 20. Kann man dabei nicht mal mehr handeln oder sowas, wobei Rift ist inzwischen Free-to-Play, ist glaube ich ein schlechtes Beispiel. Auf jeden Fall, normalerweise seid ihr halt ein bisschen eingeschränkt, irgendwie, das seid ihr überhaupt nicht. Kann man in WoW jetzt handeln? Früher konnte man das nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das war gegen Goldzeller, ne? Deswegen haben sie es rausgenommen. Gekommen, genau. Auf jeden Fall, Guild Wars, also eure Freunde oder wer auch immer, können jetzt eine Woche lang Guild Wars 2 spielen. Können alles machen, was sie wollen. Sie können theoretisch diese eine Woche schon auf 80 leveln und einmal 10 Quartel mit euch legen. Das ist durchaus machbar in der Zeit. Und wenn sie dann halt Spaß am Spiel gefunden haben, dann können sie sich einfach einen Account kaufen, also einen Key, und diesem Key dann ihrem Account hinzufügen und sie behalten alle ihre erspielten Charaktere, Gegenstände und ähnliches. Das heißt, diese Woche war dann auch nicht
verschenkt, sage ich mal. Das wäre scheiße. Das war so ungefähr das Gefühl, das ich nach den ganzen Beta-Wochenenden hatte. So, fuck. Habe ich alles schon gemacht. Ja. Okay, und dann gibt es jetzt nochmal so eine kleine Ankündigung von uns. Dank dem netten Ramon Domke, seines Zeichens Community Manager, haben wir 3 Guild Wars 2 Heroic Editions. Quasi die perfekte Möglichkeit, euren Account, der dann am 4. Oktober quasi ausläuft, zu erweitern auf einen vernünftigen, ordentlichen Account, sogar noch mit ein paar XP-Boostern drin, ein paar zusätzlichen Taschen, sodass ihr quasi direkt ins Spiel ordentlich vernünftig starten könnt. Und ein Kostüm ist auch noch dabei, eine Rüstung, oder? Traditionelle Rüstung. Traditionelle, okay. Ist mit dabei. Und für den Fall, dass halt eure Freunde davon betroffen sind oder ihr irgendwen anders überzeugen konntet oder Leute kennt, die jemanden überzeugen konnten, wir werden diese Heroic Editions wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche, eventuell auch erst zur übernächsten Woche, hier über Guild News verlosen. Wie genau, kläre ich auch noch so ein bisschen mit Patrick, also mit Vanyan ab. Das Tolle dabei ist natürlich, dass die quasi dann eine Version umsonst bekommen können. Und da die meisten, die halt jetzt schon spielen, an solchen Gewinnspielen nicht teilnehmen, ist das auch für uns die ideale Chance, Neulinge zu werben. Neulinge zu werben ist gut. Wir haben gerade viele, viele Anfänger-Guides mit hierbei, die quasi dann auch den perfekten Start ermöglichen, dazu unserem Podcast, für die Leute, die dann auch noch lese- und schreibfaul sind. Wir sind also quasi der perfekte Mix für komplette Einsteiger. Und deswegen könntet ihr dann, falls es soweit ist, mal mit dieser Aktion so ein bisschen auf uns aufmerksam machen und sagen, hey, Heroic Editions, kriegst du demnächst hier, ehe die Leute sich das jetzt kaufen und dann eventuell gewinnen könnten. Ich will niemanden vom Kaufen abhalten, um Gottes Willen, ja. ArenaNet hat sich das allemal verdient, aber wir müssen halt unsere Versionen auch loswerden. Ja, vielleicht können wir hier mal wieder den Vergleich stellen. Wie war das nochmal, wie viel hat man mit WoW durchschnittlich bezahlt, wenn man die gesamten Jahre dabei war? Also, Patrick hatte zum Beginn von BC angefangen und hat dann 1300 Euro ausgegeben. Es gab aber schon Leute, die gesagt haben, dass sie so ungefähr auf fast 3000 Euro kommen. Ja, wenn du noch so Zusatzsachen, Server-Transfer und so mit. Ja, hier hat jemand aufgelistet. Er hat sich alle, okay, das war auch ein krasser Typ, der hat sich alle Collector's Editions zu jedem Ding geholt, hatte dann noch ein paar Trading-Karten, das Monopoly, ein paar Reittiere aus dem Shop, 3 Server-Transfers und ein paar Rassentransfers. Also und so kommt das dann halt, ja, so das Übliche. Und kommt dann halt auf 3000 Euro ausgegeben für WoW. Ja. Überlegt mal bitte, was ihr mit 3000 Euro machen könnt. Man kann wirklich den gesamten Game-Shop leer kaufen und auf die Nummer kommt man nicht. Nee, niemals. Ich glaube auch nicht so in nächster Zeit. Das ist halt schon was. Hier, 1200. Das ist lächerliche. Habt ihr eigentlich die Kritik mitbekommen wegen dem einwöchigen Probe-Account jetzt? Nee, hau raus. Also, wieso? Ja, also einige befürchten jetzt, dass das WoW nicht spielbar ist. Boah, also, für eine Woche. Oder Tequartel nicht mehr machbar ist, weil er jetzt total überfüllt ist und egal, wo man hingeht. Es ist aber nur eine Woche, das ist doch nicht dramatisch, eine oder? Eine Woche kann man mit sowas, glaube ich, klarkommen. Also, was ich zum Teil gelesen habe, scheinen da wirklich einige Leute die Apokalypse hervorzurufen. Also WoW kann ja jeder vom Anfang. Die Welt wird untergehen. Einsteigen, aber Tequartel, da musst du schon ein gewisses Level haben, ich denke mal. Die meisten Probespieler werden nicht zu The Quartal kommen. Ja. Wenn erstmal alles andere erkunden. Ich meine, ist das ein 40er Gebiet? Ich glaube so 40, warte, ich kann mal gucken. Es ist sogar ein 60er Gebiet, wenn ich mich nicht täusche. Nein. Oder? Sparkle-Fan ist glaube ich 40-50. Es ist ja nicht, oder? Ist das, oder ist es 50-60? Ja, es ist Sparkle-Fan. Mal so. Ja, das genau. Ist unten, das ist 65er Content. Ah, ja, genau. 65er, echt? Bloodstorm. Holy shit. Was weiß ich, okay. Also Blutstromküste ist ja vorher. Da kommen die nicht so schnell hin, wenn die nicht so suchten, wie ein Sputti das am Anfang getan hat. Und so motiviert ist keiner, der sich bis jetzt noch nicht das Spiel gekauft hat. Ja, nach 3 Tagen war ich auch Level 80. Ja, aber du hast ja auch direkt am Anfang das Spiel geholt, richtig? Nach 3 Tagen? Natürlich. Ja, haben wir noch mal gebraucht, du warst sehr motiviert. Leute, die bis jetzt noch nicht sich das Spiel geholt haben. Die sind dann nicht so motiviert, dass die 3 Tage durchsuchen werden. Wir waren ungefähr zum Release 80, also auch 3 Tage, knapp drüber. 3,5. Das war ja Dienstag, wo ich dann im Kino war. Also genau. Ich glaube, es ist durchaus machbar, innerhalb diesen 7 Tagen. Ja, vor allem ist halt, hat sich halt so viel geändert. Wenn man Freunde hat, pumpt man sich ein bisschen Gold und kann theoretisch einen Bruch leveln.
Man geht ganz anders ja, okay. an die Sache ran als früher. Bei uns war das ja noch alles neu. Das waren Zeiten. Ja. Brand gut. New World. Oh, wie dann man sich gefreut hat, wenn man Jumping Puzzle gefunden hat. Ich möchte dann einmal ganz kurz auf ein meiner Meinung nach recht interessantes Event und ein cooles Event hinweisen. Und zwar ist das auf dem Server. Ja, es ist auf jeden Fall ein EU-Event. Gunnars Feste, oder heißt Gunnars Feste? Gunnar, irgendwas mit Gunnar? Gunnars Feste. Ja, okay. Auf dem Server wird das Event stattfinden. Es ist ein PvE-Event und die Idee dahinter ist halt, dass durchlaufen, kann man das so nennen, March to Mount Maelstrom heißt halt das Event selber. Und da werden halt verschiedene Dinge gemacht. Zum einen läuft man von Holbrook aus erstmal hinunter bis dahin. Man cleart nebenbei das Dungeon, man wird den Magma, diesen, also den Magma, ne warte, der Zerstörer, den wie heißt der Mega-Zerstörer in der Mitte? Mega-Zerstörer. Mega-Zerstörer, genau, deswegen war ich bei M. das klingt mit, so lustig. Mitlegen, man ist dabei dann in der Zeit eine Gilde, man hat einen Commander, der einen so ein bisschen führt und dann werden im Nachhinein noch ein paar kleine Dinge gemacht. Zum Beispiel die Kaka-Queen steht danach eventuell noch an. Und mal schauen, was sonst auch so alles kommt, meinten die. Generell eine sehr, sehr gute Idee. Sowas können wir in Zukunft auch mal angehen. Jetzt allerdings die Vorreiter hier in diesem Fall dann die Gilde auf was war's? Gunnars. Gunnars Feste, genau. Gunnars Feste. Und zwar, haha, jetzt muss ich umlegen. 4 p.m. GMT ist unserer Zeit, Domi? GMT? Wir haben noch Sommerzeit, also sind das 2 Stunden vorher. 2 Stunden vorher? Unserer Zeit. GMT ist das Greenwich Mean Time, das ist die britische Zeit und die haben momentan Sommerzeit, die sind eine Stunde vor uns und Greenwich Mean Time ist Das heißt, anstatt ist 5 Uhr, ist es 7 Uhr. Sag's wir sind einfach. GMT plus 2. Ja, sagt einfach, dass es dann 7 Uhr ist. Also du hast nochmal nachgefragt, ich hatte das in einem Satz geklärt. Samstagabend um 7 Uhr wird das Event stattfinden. Oh, shit. Falls euch da genauer für interessiert, müsst ihr Duke Whiteheart an Whisper. Ich glaube, du sagst Duke Nukem. Nee, das wäre ein Stück cooler gewesen, muss ich zugeben, aber Duke Whiteheart ist hier der Ansprechpartner für eure Balls Wünsche. Balls of Steel. Gut, nice. Dann bin ich zumindest mit meinen Themen durch. Domi, du hast noch ein kleines Thema für dich. Ich habe ein Thema für mich. MLG. Oh, MLG, ja. Teilweise einmal eine wunderschöne Sache, denn MLG hat sich dazu entschieden, ein Guild Wars 2 Turnier zu machen. Das ist ein Invitational, daran nehmen teil, ich habe die Seite nicht offen. Es war VVV. Wie? Achso, du hast offen. Okay. Nee, das mache ich gerade aus dem Kopf. Machst du mir die kurz raussuchen? Ich habe sie sogar vorhin, habe ich nicht gelinkt. Nee. Ich habe jetzt nicht die Originalseite, aber ich habe hier so einen Reddit-Post, wo alles Wichtige drin steht. Ja, davon geht's, glaube ich, auch zur normalen Seite. Ja, das sollte sehr gut gehen sogar. Okay, wir haben WWW, die wahrscheinlich viele kennen. Good Fights, von denen ich persönlich noch nicht gehört habe, aber das ist, glaube ich, auch ein amerikanisches Team. Also die von denen wir noch nicht gehört haben, das ist meist die amerikanische Szene. Und keine Sorge, die sind schon vernünftig ausgewählt. Also da sind wirklich die Top-Teams dabei. Denial Esports ist dabei. Two Matters Ahead ist, glaube ich, auch ein Ami-Team, was wir nicht kennen. Ich kenne das. Ist ein Ami-Team, echt? Ja. Oh. Kennst du auch We Have No Creativity? Das sind meine beiden. Ich glaube, das hat sich neu aus irgendwelchen vorherigen schon gebildet. Da haben sich irgendwie welche zusammengeschlossen oder so. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wer. Two Matters Ahead Pro waren, glaube ich, mal Chemically Imbalanced, wenn ihr das was sagt. Glaub, waren die nicht bei ein paar von den ganz frühen Turnieren dabei? Ja. Das ist schon eine Weile her, ja. Ja, das ist schon eine Weile her. Ja, dann haben wir noch Nonstop Nonsense. Die kennt bestimmt jeder. Car Crash, die Gewinner des PAX Invitational. Und dann Lack of a Scrim Feature, die Gewinner der NA Prelims für das PAX Invitational und die letztendlich den zweiten Platz dort gemacht haben, gegen Car Crash verloren. Genau. Also da sind schon ein paar coole Leute dabei, auch ein paar, die ich nicht kenne, aber das liegt sehr wahrscheinlich entweder daran, dass momentan so die Teams in GW2 noch ein bisschen fluktuierend sind. Da hat sich dadurch, dass das erst so richtig in Lauf kommt,
kommt momentan und jetzt sind so erst die Anfänge davon, das in Richtung E-Sport zu bringen, sind die Teams teilweise noch so am Hin- und Herwechseln. Leute benennen sich um, manchmal, dann gibt es wieder so Teams wie zum Beispiel Team Pugging, die Gewinner vom ESL-Final, die einfach aus allen Teams zusammengemischt sind und irgendwie hier und da ein paar haben aufgehört. Es ist momentan ein bisschen fluktuierend mit den Leuten und ihren Teams, aber ich hoffe, das wird sich so gerade mit MLG, das ist ja eine große Sache, Major League Gaming, das krasse ist auch, es wird auf twitch.tv/MLG gestreamt, also auf deren Hauptstream, was dann dazu führen wird, dass wahrscheinlich auch sehr, sehr viele neue, die noch nie mit GW2 zu tun hatten, da einmal reinschauen werden. Wenn man denkt, die haben 4,5 Millionen Aufrufe und was halt, glaube ich, wichtiger ist, 25.000 Follower, ja. Damit könnte man dann durchaus schon eine gewisse Reichweite erzielen. Ja, Preise gibt es da auch. Direkt als erst für den ersten Platz gibt es $1.000 und GW2 SteelSeries Peripherals steht hier nur so. Das ist, soweit ich weiß, ein Headset, eine Maus und ein Mauspad. Mauspad, ich möchte meins nicht zeigen, weil das ist dreckig. Warte, ich zeige meins. Ja, zeig deins. Ja, so ein Mauspad wird es sein. Wärst du nicht schon wieder in Pixeln versunken? Bitte. Naja. Und der zweite Platz bekommt jeder Spieler $25 wert Gems. So, immerhin jetzt, mehr als es beim ESL-Finale gab. Ja, und es gibt auch noch Kopien von, also GW2-Spiele werden im Stream dort verlost. Und Gems ebenfalls. Und Gems. Eine Sache, die jetzt schlecht ist. Und zwar, es startet 5 PM EDT. Was bedeutet, das ist 7 Stunden und das müsste dann 11 Uhr hatten wir ausgerechnet sein, ne? Ne, 22 über 7. 7 plus 5. Oh ja. Lol. Okay, 22 Uhr, was bedeutet, das geht schon in einer Dreiviertelstunde los, weshalb es in unseren Stream mit reinfällt. Zu unserer Verteidigung, das hier haben wir schon ein bisschen länger geplant als das Moment MLG. Mal, 7 Stunden, was habe ich jetzt gelabert? 7 Stunden? 7 plus 5. Es ist 12 Uhr nachts. Warum habe ich dir zugestimmt? Weiß es nicht. 7 plus 5 ist 12. Also aber gut. Doch Warte mal. 0 Uhr. Im Ernst, scheiß drauf. Ich mache jetzt einmal, um sicher zu gehen, dass ich nicht noch mit meinen 7 Stunden da falsch lege. Nee, 7 Stunden müssen schon stimmen. Warte. EDT. Warte, EDT Time. Schauen wir kurz nach. Eastern Daylight Time. Das ist... Sind doch nur 6 Stunden. Ich glaube, die haben unterschiedliche Sommerzeit und sowas. Dann haben wir doch mit 23 da Uhr. Da ist es jetzt recht. Auf jeden Fall 15.16 Uhr. Ja, 6 Stunden. 6 Stunden. Also dann ist doch 23 Uhr. Noch richtig. Uhr. Ja, 23 Uhr ist richtig, hatten wir recht. Gut. Haben wir das auch geklärt. Also 23 Uhr, was bedeutet, es fängt in einer Stunde und 25 und 45 Minuten an. Also fällt es in unseren, nicht in den Podcast, aber in den weiteren Verlauf unseres 2-Stunden-Streams. Wir haben das jetzt aber schon ein bisschen länger geplant und jetzt mit der Seite offline konnten wir unseren nicht mehr wirklich verschieben. MLG-Ankündigung kam ganz bisschen kurzfristig, zumindest um unsere Pläne dann noch umzuwerfen. Was bedeutet, wir werden da die Streame gleichzeitig haben. Ich persönlich bin niemandem böse, der dann abhaut, aber wir haben auch während der Zeit dann direkt noch ein Event, bei dem ihr was gewinnen könnt. Nachher. Also müsst ihr es entscheiden. Ich persönlich werde es definitiv nochmal im WOD mir ganz in Ruhe alles angucken, was da passiert ist. Muss ich als Caster ja auch so ziemlich. Ich wollte gerade sagen, werde ich auch machen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Für dieses wird es keinen deutschen Cast geben. Teilweise auch, weil es halt um 23 Uhr anfängt. Und das dann nicht unbedingt so viel Sinn macht. Es ist halt mehr für die amerikanische... für ein amerikanisches Publikum gedacht. Aber uns wurde, also ich weiß nicht, bei zukünftigen wird sowas vielleicht passieren, aber diesmal bleibt das bei dem Englischen. Und ich persönlich bin kein Böse, der dann von unserem Stream abhaut. Und wir werden euch dann auch nochmal sagen, wenn es zum Finale geht, genau. Wenn ihr da so lange bei uns mithaltet, dann hüpft rüber, absolut. Beim Finale werde ich euch auch dann nochmal aufrufen, rüber zu gehen. Da ist unser Stream scheißegal. Beim Finale wollen wir die fetten Viewer-Rekorde knacken auf MLG. So sieht das aus. Solange ihr danach wiederkommt, weil wir sind, glaube ich, länger als die. Wir dürften länger dabei sein als die, ja. Ja. Gut. Ja, das war's zum MLG Invitational, quasi so ein bisschen zum PvP-Teil des Casts. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe,
was relativ wenig, was heute passiert ist. Oh, ich habe gerade, oh, nicht mal eine Stunde her. Okay, warte, ich habe gerade hier. Ich hätte einen Vorschlag, was du als nächstes machen kannst. Warte, ich habe noch eine kurze News gerade. Alles klar. Und zwar hat Devin Carver sich zum Bloodlust geäußert. Und zwar wird es noch im Hinblick auf die Season kleinere Änderungen bei der Bloodlust geben. Details kommen in naher Zukunft. Klar, jetzt nichts groß Detailreiches, aber hier vielleicht nochmal der Hinweis, da auch die WVWler heute sehr kurz gekommen sind. Bloodlust wird nochmal eine kleine Anpassung bekommen. Ich glaube, die WVWler sind schon seit langem nicht mehr so gut weggekommen. Also wenn ich gucke, Ramon Dunkel am Anfang. Aber du könntest jetzt mal einen Ausblick auf die Woche geben. Ein Ausblick auf die Woche? Ach, auf die Woche, meinst du? Auf diese Woche, ja. Verdammt, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Das ist mir in letzter Zeit im Stress vollkommen untergegangen. Welche Woche? Die kommende Woche, von Montag bis Sonntag, werden wir hier von Guild News nahezu komplett, also es werden jetzt die anderen News nicht vernachlässigt, aber es wird sich hauptsächlich fokussiert aufs WVW, wo wir gerade schon beim Thema waren. Und zwar haben wir in der Zusammenarbeit mit einer Gilde auf Flussufer, ein bisschen mit Durzi und ein bisschen so mit unseren allgemeinen Connections eine lustige Guide- und Inforeihe für die kommende Woche zusammengestellt. Das bedeutet, wir fangen zum Beispiel am Montag an mit allgemeinen WVW-Guides. Wir haben mit dabei spezifische Klasse-Guides. So zu jeder Klasse ein Bild, mit dem ihr im WVW nichts falsch machen könnt. Ich soll Raffi ziehen. Schubst mich gerade an, okay. Raffi, dein Part. Vielleicht ja. Eher. Die WVW-Woche. Moment, ich muss nur kurz den Stream muten, ja. So, soll ich nochmal von Anfang an, oder? Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen introduced. Du kannst quasi mit den Guides, die wir haben, so ein bisschen weitermachen. Die Klassenguides hast du schon. Ich war bis Klassenguides, genau. Okay, also Stefan, warte, ganz kurz. Stefan, man sieht dich ungefähr bis zur Nase. Was hast du gemacht? Du hast dich umgesetzt. Bro. Ich bin einfach nach links gedreht, mehr nicht. Du bist jetzt nach hinten gelehnt und man sieht nur die Ohren. Na gut, okay, mach mal weiter, Raffi. Ja, also zu den Klassenguides haben wir einfach geschaut, dass wir quasi so die Standardguides nehmen, da viele Gilden spielen ihre eigenen Guides. Da haben wir einfach geschaut, so was ist so der Standard, wenn ihr neu ins WVW, also die ganzen Guides sind sehr viel für neue WVW-Spieler gedacht. Was ist so der Standardgeist, den ich als Krieger im WVW spiele? Oder als Engineer oder als Ranger allgemein? Dann haben wir noch die Skillungen. Es gibt ja auch PvP-Skillungen. Werde ich einen Guide schreiben, einfach die ganzen Skillungen durchgehen. Was kann welche Skillung? Und halt da auch so ein paar Tipps geben. So, die Skillung ist was für Kommandeure, die Skillung braucht ihr jetzt nicht so, das was für erfahrene Spieler, die Skillung solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Dann wird es natürlich auch zum Bloodlust ein Guide geben. Durzi wird einen Durzis Dutzend Senf dazu verfassen. Ich kann schon sagen, das wird keine Ode auf Bloodlust werden. Okay. Ja, das kann ich schon mal sagen. Wir geben ein bisschen was mit Belagerungswaffen mit, genau. Und wir geben einen Ausblick auf Season 1. Und einen kleinen Infobereich zu, was muss man als Comic-Con so ganz allgemein, wie führt man so einen WVW-Trupp an. Im Zuge dessen werden wir auch einen kleinen WVW-Schnuppertag, steht das noch? Ja. Auf Flussufer organisieren mit der GDVU, das heißt Leute, die auf Flussufer beheimatet sind oder vielleicht geplant haben, auf Flussufer zu wechseln, kriegen quasi einen Schnuppertag im WVW mit der Gilde. Wie ist so das Gildenleben? Wie ist das TS-Leben? Was ist so ein paar Strategien? So für welchen Tag ist das eigentlich festgelegt? Samstag. Samstag ist so geplant, aber es muss auch noch geschaut werden, wie es natürlich also, mit dem... Da ist das mit der Testwoche schon vorbei, ne? Ja, da ist das mit der Testwoche leider schon vorbei. Ja, deswegen hätte ich mitgemacht. Ja, das, klar. Wie gesagt, werden wir noch schauen, vielleicht wird der Tag auch noch verschieben. Also geplant ist einfach, dass ihr quasi kurz mit, also die Gilde hat Mentoren für jede Klasse, dass ihr quasi kurz einfach so ein Mentorengespräch quasi habt, so kurz in eure Klasse eingeführt wird, was ist so wichtig mit meiner Klasse und dann kurzes Training und dann geht's auf wen auch immer wir gerade im Matchup haben, verprügeln. Na, im Zuge dessen wird natürlich auch der nächste Podcast ein bisschen WVW-orientierter sein. Wir werden ein paar Kommandeure... mal gucken.
Wir werden auf jeden Fall mindestens einen Kommandeur hier haben, mit dem wir, Dozi haben wir auch als Kombi, ja, mit dem wir ein bisschen schnacken können, dem wir dann Fragen stellen können und so weiter. Dazu kommt aber eine ausführliche News am Sonntag, das heißt, ihr werdet da alle Infos bekommen, ihr werdet da eure Fragen stellen können und so weiter und so fort. Also keine Panik, wenn ihr jetzt was nicht mitbekommen habt oder so. Mal abgesehen davon, dass ihr euch das im YouTube-Mitschnitt nochmal anschauen könnt, werdet ihr auch noch zu allem eine große News bekommen. Wir möchten uns halt so ein bisschen darum kümmern, dass zum einen die Leute, die vielleicht gerne WVW spielen würden, sich aber aus welchen Gründen auch immer nicht trauen, bisher noch gar nicht versucht haben, das zu machen oder was auch immer, jetzt halt eine Möglichkeit haben, mit einem Bild, mit dem man nichts falsch machen kann, mit einer Truppe, die ein bisschen was drauf hat, quasi loszuziehen, um mal so ein paar Grundstrukturen zu lernen. Wir möchten gleichzeitig, gerade natürlich jetzt in Bezug auf Neueinsteiger, ihnen so ein bisschen die WVW-Welt öffnen und zeigen, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie es manche Leute immer darstellen. Und natürlich auch ein bisschen vorbereiten im Ausblick auf die Season 1, die halt am 4. Oktober beginnen wird. Ich würde mich vielleicht freuen, wenn sich noch Leute von Millersohn, Tracker, Zagonor und Kodash melden würden, vor allem Kommandeure für den Podcast, weil ich würde da ziemlich gerne wissen, wie es bei denen läuft, weil ich glaube, bei denen läuft es ganz anders als auch für Luna oder Flussufer. Das soll ja viel familiärer ablaufen. Das wäre mal sogar eine interessante Sache, ja. Da werde ich mich mal drum kümmern, ob ich da vielleicht noch ein, zwei Leute auftreiben kann, also von den etwas dann, kleineren Servern. Ihr könnt entweder eine Mail an sputti@venien.de, oder? EU. sputti@gatenews.de. Ach, gibt's das jetzt, okay? Ja, ihr werdet später auch guildnews.de. Ihr könnt natürlich ihn auch nerven auf den Twitter-Account @guildnews.de oder den Facebook-Account da unten steht. facebook.com/guildnews.de. Unten über dem mit der linken Hand zeigst, dann kannst du direkt drauf Punkt zeigen. Nicht. Also es geht mit und ohne Punkt. Ich habe mir beides gesichert, weil ich eine geile Sau bin. Okay. So eine geile Sau. Übrigens an der Stelle möchte ich auch einfach nochmal meine Gilde, die Graz, wen verhaut sie Graz? Augury Rock, Homelands, Zerstört sie Graz. Ja. Sehr gut. Alles klar, VU, lustige Truppe auf Flussufer. Ja. Ja. Okay, dann würde ich eigentlich sagen, sind wir jetzt auch damit mit dem Thema durch. Das war heute ein relativ kurzer Podcast, ja, wie ich es schon vermutet hatte. Quasi der 25. Jubiläumscast, mehr oder weniger der kürzeste. Es hat ein umgekehrtes Jubiläum. Ja, wenn ihr so aber wollt. aber für den 25., was jetzt endlich unser beider 75. ist. Oh ja. Oh ja. Ja, wir haben aber noch im Talkboard, glaube ich, haben wir noch eine Frage gehabt. Oh, haben wir Fragen? Aber ich glaube, die war nicht ernst gemeint. Achso, ja, kann auch sein. War die Frage, wann das Guild News CCG kommt? Also, Yoda will da, glaube ich, was bisschen ausholen. Warte mal. Genau. Wenn ich habe schon die ersten zwei Karten. Wäre es vielleicht möglich, dieses Bild mal zu zeigen, weil ich finde das echt spitze. Ja, also, ich suche es gerade. Ich muss mal gucken, ob das. War das Yoda, der das gemacht Yoda, hat? Das war Yoda, ja. Ja. Hut ab, es ist spitze gemacht. Ja, Walid, das sieht echt so aus, dann schläft er gleich ein. Sehr gut, Gesel. Was ist los mit dir, Stefan? Hier ist es. Walid, das, guck mal mich an. Schau mich an. Ja, hier, warte. Das offizielle Guild News Card Game, das sind die ersten Konzept. Trading Card Game. Das sind die ersten Konzeptsachen hier. Ich habe gehört, es soll Hearthstone dann auch ablösen, genau, es soll geil draußen, soll jetzt schon ablösen. Ihr seht gar, es gibt die Chronic Gamer Karte und Desiree bisher und lustigerweise, wie ihr vielleicht seht, ist lustigerweise ist Desiree ein Hirsch. Das habe ich doch gar nicht gesehen, spitze. Ja. Muss ich sagen, danke an Meister Yoda dafür. Yoda, wenn du daraus ein Spiel programmierst und da mindestens 50 Karten reinbaust, dann engagieren wir dich offiziell als. Auf jeden als, Fall. Ich hätte gern als Zauberkarte noch den Sylvari-Salat. Abgelehnt. Mit Moa-Streifen. Ehe wir uns jetzt vollkommen in diesem Podcast im Off-Topic bewegen, was wir sowieso schon die ganze Zeit tun, würde ich sagen, nähern wir uns heute mal wieder dem Ende. Oh. Tommy, das war dein Stichwort. Ja, ich glaube, da habe ich, oh Gott, ich könnte jetzt, aber wir haben das meiste sowieso hier stehen. Also geht auf
Geeknews.de, wir haben da unten die Netzwerkdinger, da könnte irgendjemand von euch Leuten da unten vielleicht drauf zeigen, wenn ihr da Bock drauf habt. Geht auf Twitter, @geeknews.de, richtig, alle zeigen da drauf, na, nicht ganz, das ist dein Name, Durzi. Geht auf Durzahn, kein DE, kein gar nichts, ja, Richtung ist schwierig. Folgt uns auf @geeknews.de auf Twitter oder Facebook, facebook.com/geeknews.de. Geht natürlich auf geeknews.de. Die Seite ist jetzt wieder da, haben wir vorhin am Anfang des Podcasts drüber geredet. Oder schaut euch den gesamten riesen Livestream an. Da wurde am Anfang auch nochmal was gesagt, wo wir Ramon Domke noch zu Gast hatten. Der 12-Stunden-Stream geht jetzt noch weiter, aber für die Leute, also einmal, die den Podcast hier jetzt im Stream geschaut habt, ihr könnt dann den Podcast-Stream sowie den gesamten 12-Stunden-Stream dann nochmal auf youtube.com/sputtele als Wortversion anschauen. Und was war noch? Genau, Leute, die das gerade auf YouTube gucken, ihr könnt nächsten Donnerstag um 20 Uhr hier auf twitch.tv/guildnews einschalten und den ganzen Bullshit hier live mitmachen. Das war, glaube ich, dann schon alles andere, außer ich habe noch nicht über Google Plus geflamed. Google Plus stinkt, so, muss man auch noch wieder reinbringen. Und dann war es das mit dem Guild News Podcast, die 25. Ausgabe, Jubiläum. Ihr könnt aber bestimmt dann noch den Wort weitergucken und den gesamten 12-Stunden-Stream jetzt beobachten oder für die, die live sind. Bleibt dran, wir machen, denke ich mal, ein bisschen Pause kurz. Ich würde sagen, so 10 Minuten.